Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute in der Südeifel unterwegs, genauer gesagt in Bollendorf, und wir gehen den Rundweg Nummer 55 durch die grüne Hölle. Die Strecke ist nur 7 Kilometer lang und es geht 223 Höhenmeter hoch und 350 Höhenmeter runter. Und wenn ihr wissen wollt, was uns auf dieser Runde erwartet, dann bleibt dran.
Wir sind ungefähr bei der Hälfte der Strecke und kommen zum Zwischenfazit. Am Anfang kann man sich vielleicht wundern, warum für diese Strecke mehr als 4 Stunden anberaumt wird. Aber wir müssen sagen, wir können es jetzt nach der Hälfte der Strecke sehr gut nachvollziehen. Es gibt nämlich wirklich sehr, sehr tolle Felsformationen hier. Und man könnte fast an jedem Felsen stehen bleiben, um nochmal sich den Felsen anzugucken und sich da durchzuquetschen oder drauf zu klettern. Also wir sind bis jetzt total begeistert. Ja, und aufgrund der Jahreszeit kommt natürlich auch der Name jetzt richtig gut an mit der grünen Hölle. Also es ist hier ein wunderbares Waldbaden, was man hier genießen kann. Die schönen Pfade, die sich hier durch den Wald schlängeln, das ist wirklich mittlerweile ein Hochgenuss. Und man kann auch vielleicht sagen, so im Vergleich zu den anderen Strecken hier im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet, wie zum Beispiel dem Müllertal oder der Teufelsschlucht, dass hier etwas weniger los ist. Das heißt, vielleicht ist das hier noch so ein halber Geheimtipp. Wir können auf jeden Fall sagen, es macht richtig, richtig viel Spaß und wir können die ersten Kilometer hier auf jeden Fall schon mal richtig empfehlen. Thank you.
Wir befinden uns am Ziel der heutigen Wanderung und kommen daher zum Fazit. Die Strecke ist charakterisiert durch ihren hohen Pfadanteil, es geht fast ausschließlich durch den Wald und die Felsen, die sind auch das besondere Charakteristikum für diesen Weg. Ein Tipp wäre, sich die App für diesen Wanderweg runterzuladen. Da kann man etwas über die Felsen oder die Natur oder auch zur Geschichte lernen. Und ein weiterer Tipp wäre, dass man auf jeden Fall genügend Zeit einplant. Wenn man nämlich gerne fotografiert oder filmt, dann nimmt der Weg wirklich etwas Zeit in Anspruch. Kritikpunkte gibt es von uns heute keine. Wir müssen wirklich sagen, der Weg hat uns von A bis Z richtig gut gefallen. Ja, und Highlights waren für uns natürlich allen voran die tollen, bizarren Felsformationen, die wirklich sehr schön waren. Man konnte Gesichter und alles darin erkennen, also wirklich sehr spektakulär. Und das Weitere waren auch die schönen, schmalen Pfade. Und jetzt mit diesem Grün hier war es natürlich nochmal ein besonderes Erlebnis. Aus diesem Grund bekommt die Strecke von uns völlig zu Recht 10 von 10 Punkten. Perfekt. Und nicht vergessen, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren.